Ich grüße dich. Geh bloß weg. Hi, SpongeBob. Wir müssen mal reden. Na klar, gerne. Aber immer. Worüber denn? Uninteressant. Weißt du, es ist gut, wenn man ganz man selbst sein kann. Ich versuch's, Sandy, glaub mir, ich versuch's. Du schaffst das schon, mein Bester. Konzentrier dich einfach, dann weißt du wieder, wie es geht. Guten Morgen, Gary. Mein Geld. Warte, Schlaf. Wow. Ich war auf der Uni. Ich hab gesagt, esst eure Burger. Ich schaff es nicht. Ich bin ein Monster, ein Freak. Ich bin ein Freak. Hey. Lief doch gut, oder? Wer bin ich? Wer bin ich? Mir fehlt die Erinnerung. Wer bin ich? Ich weiß es nicht mehr. Warum sing ich dieses düstere Lied? Warum weiß ich nicht, wie mir geschieht? Wer bin ich? Wer bin ich? Wer bin ich? Kennst du mich denn? Mein Name könnte Emma sein und vielleicht auch Fein. Ich kenn mich selber nimmermehr. Bin ich denn noch bereit? Ich bin bereit. Wer bin ich? Wer ist mit mir gemeint? Wer bin ich? Bin nicht Freund. Noch Feind. Ich bin so viel auf einmal, das macht es wirklich schwer. Wenn ich an meinen Namen denk, dann klingelt da nichts mehr. Wer bin ich? 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 Seien Sie gegrüßt. Hallo, mit wem spreche ich denn? Wenn ich nur... Die salzige Tränenspur führt hier hinein. Da ist er ja. Geht's dir nicht gut, SpongeBob? Wie viele Finger halte ich nach oben? Super, die Lösung hatte ich nämlich auch. Ich weiß, dass du dich irgendwo da drin versteckst, Schwammkopf. Leider ist die Rufnummer des Teilnehmers SpongeBob Schwammkopf nicht erreichbar oder nicht mehr vergeben. Also gut, passt auf. Er ahmt alle nach, die um ihn herum sind. Also müssen wir wohl alle ihn nachahmen, um ihn daran zu erinnern, wer er ist. Das hilft uns dabei. Hey! Na, komm schon her, du Hüpfer. Echt eine umwerfende Idee. Ich bin saugstark und gelb und porös. Ich koch gern mit schmierigem Fett. Mr. Krabs ist der beste Boss in allen 7 Weltmeeren. Ja. Ups, Entschuldigung, ich meine... Ich hab die Krabbenburger-Geheimformel vergessen, Mr. Krabs. Könnten Sie mir die noch mal zeigen? Na sicher, Minion, ich hab sie ja gleich... Oh nein, so ja nun nicht, Plankton. Oh. Es war aber eine ziemlich gute Imitation. Danke sehr. So funktioniert das nicht, Freunde. Wir müssen zusammen eine SpongeBob-Imitation hinlegen. Und zwar alle gleichzeitig, kapiert? Also, jetzt alle zusammen und los. Ich bin bereit. 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 Ich kann mich erinnern. Ich weiß, wer ich bin. Ich bin SpongeBob Schwammkopf und ja, ich koch gern mit schmierigem Fett. Ich danke euch. Wenn man nicht ganz bei sich ist, gibt's keine besseren Freunde. Es fühlt sich gut an, einfach man selbst zu sein, oder, Freunde? Freunde? Oh nein, jetzt haben sie den Intensiv-Imitations-Irrsinn. Oh, oh, oh.
grüner Käse! SpongeBob? Patrick? Hört jetzt alle gut zu, ja? Hütet euch vor diesem Licht! Das Licht ist böse! Rennt in den Schatten! Das ist so romantisch! Na los, Schnuckelchen! Nun gib mir doch endlich einen Kuss! Ein kleines Klutscherchen hat noch keinem geschadet! Ja, geh nach draußen und guck dir diesen Wahnsinnsmond an. Hallo? Hallo? Perla? Aber ich verstehe nicht, wieso sie durch das grüne Mondlicht in einen vorzivilisierten Urzustand zurückfallen. Bin ich etwa die Einzige, die noch normal ist? Ich glaube, vor mir war ein wildes Tier in dieser Toilette. Hey, lass mich runter! Sandy, was soll das? Au, das tut weh! Was machst du denn da mit mir? In den Schatten! Du schuldest mir eine Erklärung! Die bekommst du gleich, wart's ab! Hallo, hier ist der französische Erzähler. Hi Franze, ich bin Sandy. Ah, Sandy Cheeks, wie läuft's denn bei dir? Ach, läuft gerade nicht so doll, Franze. Weißt du, sag jetzt nichts mehr, Schätzchen. Ich beobachte diesen grünen Mond schon den ganzen Tag lang. Er heißt Neptuns Mond. Alle 100 Jahre verwandelt er alle Skitieren-Bikini-Bottoms 2 Stunden lang in ihre Urformen zurück. 2 Stunden lang? Bis er dann in einen anderen Vulkan fällt und ausgelöscht wird. Wusste ich doch, das ist natürlichen Ursprungs. Echt erleichternd. Jetzt muss Thaddäus nur noch eine Weile lang im Schatten bleiben. Na schön, danke, Franze. Ja! Ich gehe nach Hause und versteck mich unter der Bettdecke. Jetzt muss jeder Kopffüßler selbst sehen, wie er klarkommt. Franze, ich ruf gleich noch mal an. Thaddäus, du musst doch im Schatten bleiben. Hilfe! Oh nein, bitte nicht! Oh Mann, das ist echt krass. Sowas sieht man nicht jeden Tag. Meine Freunde enden als Fischfutter, wenn mir nicht schnell etwas einfällt. SpongeBob? Patrick? Mrs. Puff? Zum Schrimp. Hey, was ist denn los hier? Oha, das ist zu heiß. Wow. Ups. Ich hab mich wohl irgendwie klein gegart. Es ist gigantisch groß hier. Mein Pfannwender ist monströs. Und der Grill erst, der ist groß wie ein Gebirge. Au! Au, 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 au. Komm schon, dreh dich! Oh, feier! Oh.
Oh, der Grill ist überhitzt. Tja, der repariert sich nicht von selbst. Das ist ein kleiner Schritt für SpongeBob, aber ein großer Schritt für Vince! Ups. Bob. Puh. Was ist das? Hey, das ist mein kleiner Segelfreund. Oh, na, na, mein Kleiner, nicht weinen. Dein alter Kumpel Vince Bob holt dich da raus. Du bist frei, kleiner Seeigel. Schön, hm? Alles okay? Tut mir leid, mein Kleiner. Folge den Rohren in Richtung Freiheit, Kleiner. Ich werde dich nie vergessen. Ernsthaft? Ja. Wieso ist es hier denn so laut? Ein Krabbenburger! Kommt sofort! Ein Segel! Drauf, haut drauf! Ja. Aha! Du lässt allmählich nach, Plankton. Um ein Haar hätte Thaddäus dich erwischt. Ja! Zurück in den Eimer mit dir. Nein, nein, Mr. Krabs, ich bin's doch! Ja! Das kitzelt. Tja, SpongeBob-Schwammkopf, du hast wohl ein wenig abgenommen, ha? Huh? Oh, hi, Karen, wo ist Plankton? Du bist auf ihm gelandet. Hey, Plankton. SpongeBlöd, wieso bist du so klein? Ist das ein Trick? Bleib ruhig, er ist sauber, ich hab ihn gefilzt. Weißt du, ich wollte gar nicht so klein werden wie du. Das war nur ein irrer Zufall. Wen nennst du hier einen Irren? Hey, Moment mal. Halt das. Oh, so klein wie du bin ich nicht, Winzling. Denn ich überrage dich um einen ganzen halben Millimeter, den ich größer bin. Haha, gewonnen! Hurra! Oh je, auf! Ich helf dir. Fass das bloß nicht. Ah, ja, ja, ja. Ups. Wirf den Kerl hier raus, Karen! Bin schon dabei, Chef. Oh ja, das ist das wahre Leben. Und vor allem kein SpongeBob in der Nähe, der alles kaputt macht. Oh, wow, operieren und das am ersten Tag auch noch. SpongeBob, nein! Was machst du denn hier? Süße Träume wünsche ich, Herr Tentakel. Warten Sie, nein, 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 das... Hallo, alle zusammen. Hallo, SpongeBob. Herr Kollege, der Patient liegt da drüben und ist bereit für die OP. Und wir sind sehr neugierig, welches Instrument Sie als erstes zur Hand nehmen. So, mal überlegen. Puh. Es geht los. Na komm, SpongeBob, so schwer kann das nicht sein. Gut, ich setze hier einen Einschnitt und... Nein! Scheiben klatscht aber auch. Kann nichts dafür. Ich nehme das. Aha! Sushi. Tja, ihn zerreißt es schon fast wegen dieser Nasen-OP.
Tja, danke schön. Versuchen wir es nochmal, ja? Bestellung ist fertig. Das gehört da nicht rein. Was? Oh. Tada! Schwester Schwamm. Danke, Schwester. Ich kann nicht sehen! Ich kann nicht sehen! Ich will auch was sehen! Ich kann immer noch nicht sehen! Tada! Das habe ich gesehen! So, und das war's. Sie können ihn aufwecken, Schwester. Oh Mann, was ist passiert? Na was wohl, ich hab deine Nase operiert. Willst du mal sehen? SpongeBob, du Idiot, das ist nicht mal im Entferntesten das, was ich wollte. Oh, das hättest du mir sagen müssen. Ach, Schwester. Moment, ich will einen anderen Ansicht. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Hör auf! Ich will meine Nase nicht mehr korrigieren lassen! Bitte, SpongeBob, ich tue auch alles, was du willst! Wie wär's mit diesem Thaddäus-Klassiker? Hey, gar nicht mal so schlecht. Die sieht sogar besser aus als mein alter Riechkolben. Ich habe aber ein paar andere Körperteile gebraucht, um sie zu modellieren. Oh, so spät schon. Ich muss jetzt zur Arbeit. Aber Sie sind doch Arzt. Sie arbeiten doch. Nein, ich bin nur ein Burgerbrater, aber es hat Spaß gemacht, mit euch zu spielen. Tschüss. Burgerbrater? Oh. Seien Sie nicht so schüchtern, meine Damen. Dieser Nasen-Adonis hier ist noch zu haben, wissen Sie? Hoppla, was war das denn? Oh, das hat gezeckt, hä? Volltreffer! Oh, ich hab gedacht, wir wären die Ersten hier in der Gegend mit Wirbelhirn. Bist du bescheuert? Alle Kids in der Stadt haben jetzt ein Wirbelhirn. Daddy, Daddy, bekomme ich auch so ein Wirbelhirn? Auf gar keinen Fall, Junge. Dein Gehirn ist das wichtigste Organ deines Körpers und kein Spielzeug. Das ist spitze. Jetzt können wir mit der ganzen Nachbarschaft Wirbelhirn spielen. Hey, Kitten, renn bis zum Ende der Straße. Du Lahmschwamm, friss mein Stammhirn. Auf die Plätze, fertig und los! Ja, den hängen wir ab, Patrick. Wir gewinnen. Mit eurem Spielzeug über meinen Hof fliegen, hä? Ist beschlagnahmt, ihr Lümmel. Was ist los? Alles ist plötzlich so dunkel. Patrick, siehst du da noch was? Nein, nur den endlosen Abgrund eines tiefschwarzen Nichts. Unsere Fernbedienungen sind auch tot. Oh, weia, ich will ja keine voreiligen Schlussfolgerungen ziehen, aber ich befürchte, wir haben unseren Verstand verloren. M-O-N-D. Das ergibt Mond. Okay, keine Panik jetzt, ja? Wir werden sie schon wiederfinden. Bleib ganz ruhig. Bleib ganz ruhig, ja? Ich bin noch ganz ruhig, SpongeBob. Unsere Gehirne müssen irgendwo in der Nähe sein. Hier, Hirni. Hirni, komm her. Komm, Hirni. Hirni, wo bist du? Hirni. Oh, hey, ich hab's gefunden, SpongeBob. Ich hab meins auch. Also grütze ich sie immer noch nicht. Ja, und meins passt doch gar nicht mehr richtig rein.
Meine Dame, da wäre noch was. Schon gut, das können Sie gern behalten. Oh, ich nehm's. Oh ja, gut sehe ich aus. Ich tu das weg, ja? Oh Mann, das war so schön matschig. Patrick, wir brauchen Hilfe. Rufen wir Sandy an. Okay. Sandy! Nein, ich dachte übers Telefon. Hallo? Sandy! Herrje, ihr habt echt Glück, dass ich letztens diesen Gehirnsuchdetektor entwickelt habe. Und ich dachte schon, das Ding kann ich nie brauchen. Ich hoffe, wir finden unsere Gehirne bald wieder. Sie sind sicher ganz allein und haben Hunger, die Armen. Gehirn! Gehirn! Wo bist du? Aua! Ich hab dich schon überall. Sieht ganz so aus, als wärt ihr nicht die Einzigen hier, die ihren Verstand verloren haben. Und mein Detektor führt uns direkt zu diesem Haus. Entschuldigen Sie, verehrter Herr. Würde es Ihnen sehr viel ausmachen, wenn ich mich kurz bei Ihnen umsehe? Ich suche nämlich die Gehirne meiner Freunde. Ich würde sagen, das heißt so viel wie ja. Tretet ein, Leute. Also hier drin ist es ja fast schon unheimlich. Was ist wohl hier drin? Oh, Leute, ich glaube, ich habe eure Gehirne. Hurra! Hey, was sucht ihr Verbrecherpack in meinem Haus? Diese Gehirne haben meinen Luftraum verletzt. Und ich behalte sie. Jetzt rufe ich die Polizei. Oh nein, bitte nicht, wir wollen nicht, das wäre nicht, wir haben nicht, hör auf zu heulen. Und du, hör mal her, du unwürdiger Greis. Ich mach dich gleich fertig wie eine Klapperschlange, ein Kaninchen. Ach ja, du nichtsnutziger Nager. Ich prügel dir deine pelzigen Puschel in deine große Klappe, Schwester. Erstmal sperrst du die Ohren auf, du kahler Quatschkopf. Du darfst keinem das Gehirn wegnehmen, nur weil es über dein Grundstück fliegt. Das nennt man Hirnesentführung. Und so gesehen sollte ich wohl die Polizei anrufen. Oh, ich mag das, wenn Sandy aggressiv wird. Lassen wir ihr Platz. Du bist wieder da. Endlich! So hirnlos werde ich nie mehr wieder sein. Also gut, pass auf. Du gehst zuerst rein und steuerst seine Arme und Beine. Dann komme ich nach und steuere sein Gehirn. Alles klar. Sitzt, passt, wackelt und hat Wasser. Und wie fühlt sich das an? Nicht schlecht. Okay, jetzt komm auf meine Schultern. So, lass uns versuchen, ob wir Thaddäus zum Sprechen bringen können. Mein Name ist Thaddäus und ich halte SpongeBob für einen Schnarchschwamm. Wow, du klingst ja mehr nach Thaddäus als Thaddäus. Na dann, wir haben einen Termin in der Bikini Bottomer Philharmonie. Lass uns losgehen. Oh, ups. Vorsicht, schön langsam. Hey. Linker Fuß, rechter Fuß. Entschuldigung. Pardon. Tut mir leid. Jetzt hören Sie mal her, Sie Hupfdohle. Hier ist Tanzen verboten. Verschwinden Sie. Nur leider weiß ich gar nicht, wo die Philharmonie ist. Haben wir einen Passanten? Entschuldigen Sie, meine Dame. Ich suche nach der Philharmonie. Junger Mann, Sie sollten nicht in die Philharmonie, sondern lieber in ein Krankenhaus. Heiliger Neptun, sind Sie hässlich. Ich habe ein Kuriositätenkabinett und genau sowas wie Sie suche ich. Mami, guck doch, da ist ja Frankenstein. Was für ein faszinierendes Exemplar. Oh, da, der Bus fährt zur Philharmonie. Patrick, hast du Kleingeld? Moment, ja. Hey, glaubst du, du kannst mich veräppeln? Du zahlst gefälligst für drei. Was die Leute alles tun, nur um zu schummeln. Momente später.
Mann, bloß nicht wieder! Oh Mann, dieser Dirigent ist wirklich brutal. Ich wollte nur das Ding, aber nicht mit dem Ding. Oha. Wer ist dieser Geisteskranke? Thaddäus Tentakel. Laut dieser Liste scheint er ein Klarinettist zu sein. Schon gut. Na dann, ich höre. Die Klarinette. Wo ist die Klarinette? Oh, die habe ich. Warum denn da? Ich glaube, ich habe noch gar nicht darüber nachgedacht, dass wir das Ding auch spielen müssen. Na gut, irgendwo muss in seinem Hirn gespeichert sein, wie man Klarinette spielt. Zur Not quetschen wir es einfach aus ihm raus. Danke, das reicht. Nächster. Er ist einfach großartig. Was ist denn los hier? Wo bin ich? Ich bin beim Vorspielen. Ich spiele, aber ich habe keine Kontrolle darüber. Ich fühle mich, als hätte etwas Besitz von mir ergriffen. Was ist los auf einmal? Ich kann es dir auch nicht sagen, aber ich verliere die Kontrolle. Muss die Kontrolle erlangen. Das ist eine ungewöhnliche Art zu spielen, aber wie auch immer, der Klang ist ganz einfach wunderbar. Patrick, ich glaube, ich kann sein Gehirn nicht mehr lange steuern. Ich hab's auch nicht mehr im Griff. Was war das? SpongeBob? Patrick? Ihr seid in mir drin? Wie ist das passiert? Geht raus aus meinem Hirn und aus meinem Körper. Raus hier! Seht euch das an. Was ist das? Na, Ladies, was geht ab? Ja. Herrlicher Tag zum Fahren. Dürfte ich bitte Ihren Führerschein sehen für dieses, Man braucht keinen Führerschein für eine Seifenblase. Tja, da haben Sie wohl recht. Sie können weiterfahren. Gary, du wirst es mir nicht glauben. Ich bin den ganzen Tag lang rumgefahren. Hier, gefahren. Zuerst bin ich geradeaus gefahren. Dann bin ich bei Rot rechts abgebogen. Du hättest dabei sein sollen. Da sind Träume wahr geworden. Ich hätte gern auch so ein Blasenboot. Ja, ich auch. Und ich erst recht. Und ich fliege so lang. Ich glaube, ich habe zu wenig Seife für so viele Blasenboote. Bitte. Na ja, gut. Zur Not gehe ich halt an meine eiserne Reserve. Ja. Puh. Ja. Ein Blasenboot kommt sofort. Ja, danke schön. Hier unten, Schwachschwamm. Ich will Furcht und Schrecken in die Herzen der anderen Fahrer pflanzen. Kannst du mir damit nicht was extra Grässliches zaubern? Wie sieht's aus? Aber für dich doch immer. Du dummer Narr, nun bin ich der Herrscher der Straße. Schrecken verbreiten. Sei so gut und blas mir etwas, das ganz laut Larry schreit. Bin schon dabei. Toll, das ist endlich mal ein richtiges Muscle-Car. Ich liebe dein Boot, Larry. In dem Tempo schaffe ich nie genug Blasenboote. Juhu! Yeah!
Schüler. Mein Name ist... Mrs. Puff. Ach, jetzt fahren ja alle mit diesen Blasen. Und keiner braucht mehr einen Führerschein. In diesem Ozean scheint wohl kein Platz mehr zu sein für eine alte Fahrlehrerin. Ich muss Sie bitten, aus dem Boot auszusteigen. Sie wissen, warum ich Sie angehalten habe. Sie sind durch mein Nummernschild auf mein Strafregister gestoßen. Was? Nein, Ihr Fahrzeug ist nicht mehr zugelassen. Da jedermann Blasenboote fährt, gelten echte Boote als zu scharfkantig und zu spitz für den Straßenverkehr. Aber ich bin noch nie eine Blase gefahren. Blasenbootsfahrschule? Bitte nur nicht SpongeBob. Hallo, Mrs. Puff. Wer denn sonst? Sie kommen wegen der Blasennachschulung. Keine Angst, Mrs. Puff. Hier lernen Sie von einem Meister. Na toll. Oh! Der Boot in der Banane, ganz schief im Meer. Nicht so doll. Guck mal, das da sieht doch scharf aus. Oh! Der Boot in der Chili, ganz schief im Meer. Wirklich verschärft, aber nein. Das ist doch lecker da drüben. Oh! Der Mond in einem Chicken Käse Burger, ganz tief im Meer. Wie wär's denn mit dem hier? Nicht schlecht, aber ich fürchte, das senkt sich noch. Das bedeutet, es gefällt dir nicht so, hm? Ich glaube, ich weiß jetzt, was dir vorschwebt. Wie wär's damit? Ordentlich und geräumig. Wofür ist denn der Hebel da? Haha, ein automatischer Balkon. Hey, guck dir das an. Moment, nicht doch. Hey, ich find's wirklich super hier. Wozu ist der Knopf wohl da? Noch dazu. Oh, warum durfte ich das Haus nicht haben? Na, weil es viel zu gefährlich für dich wäre. Aua. Aber es war ja nur ein normales Haus. Aber das da ist ein Schloss mit Zugbrücke und allem Pipapo. Es ist weit weg von Bikini Bottom. Wie schön. Hä? Mach dir keine Sorgen. Du musst nur 11 Stunden pendeln von hier bis zur Großen Krabbe. Ich weiß nicht, mir kommt die Gegend doch nicht sehr sicher vor. Hey, SpongeBob. Sind die Toiletten denn? Klabautermann und Söhne! Wann hast du das letzte Mal ein Bad genommen, Minion? Du hast Ungezieferbefall. Ich weiß gar nicht, was Sie meinen, Chef. Wenn auch nur ein Kunde sieht, dass du die Burger mit deinen verwurmten Händen anfasst, macht uns das Gesundheitsamt ganz schnell den Laden dicht. Ich verstehe schon, Mr. Krabs. Entschuldigen Sie mich bitte mal kurz. Grimmel, du hast es doch auch gehört. Tut mir leid, aber du und deine Freunde, ihr müsst jetzt gehen. Bitte! Rechte von Hausbesetzern? Kapier ich nicht, was bedeutet das? Sie kommen dir mit dem Gesetz, Minion. Sie sagen, sie würden rechtmäßig in deinem Körper wohnen. Ist nicht schlimm, Mr. Krabs, sie tun mir ja nicht weh. Minion, du musst das verstehen. Ich kann dich ja nicht arbeiten lassen, solange du so herumläufst. Also, das schlägt dem fast den Boden aus. Herr Tadeo! Zur Stelle. Hasta la vista, ihr Würmer. Was soll das? Und das komm erst zurück, wenn du entwurmt bist! Lass das, ihr Lümmel! Was mache ich denn jetzt bloß?
Hey, SpongeBob. Wie ich sehe, hast du da ein kleines Parasitenproblem. Ja, und deshalb bin ich meinen Job los. Ach, du bist dein Job los? Da könnte ich vielleicht etwas für dich tun. Sofern du auch etwas für mich tun würdest. Ich würde alles tun. Wirklich alles. Ja, wenn ich SpongeBob erst von diesen Würmern befreit habe, wird er für immer in meiner Schuld stehen. Die Geheimformel ist schon so gut wie mein. Gleich werden sie vor mir im Staub kriechen. Ist klar, oder? Würmer im Staub kriechen? Oh, bin ich gut. Na, dann noch viel Glück, Wurmjunge. Bald danach. Hallo? Hilf mir bitte! Ein Monster, das sich wie SpongeBob anhört! Nein, warte bitte nicht! Thaddäus! Ich hatte einen ziemlich harten Tag, Thaddäus! Kuschel mit mir! Nicht kuscheln. Oh nein, das will ich nicht. Geh mir aus den Augen, du Ungeheuer! Das ist von jetzt an mein Leben, hä? Nenn mich einfach SpongeBob-Wurmkopf. Mehr bin ich nicht mehr. Nur noch ein Mietshaus für Würmer. Sagt's denn schon besser? Hab mich gerade mal noch so rausgewunden. Mau. Gary, es fühlt sich so gut an, entwurmt zu sein. Ja! SpongeBob! Ich will kuscheln! Na gut, Plankton, da du offensichtlich unfähig bist, etwas Nettes zu tun, versuchen wir dir jetzt beizubringen, etwas Nettes zu sagen. Das wird leicht. Sehr gut. Nun wende dich an Patrick und sag etwas Nettes. Etwas Nettes. Patrick, du bist kein kompletter Vollhonk. Nur drei Viertel. Nein, neuer Versuch. Na gut. Also dein Rosa ist gar nicht mal so widerwärtig. Hey, danke. Und ich mag deine zwei Antennen. Ach ja? Was passt dir denn daran bitte nicht? Aber er hat dir ein Kompliment gemacht. Ach was? Ihr beide wollt mich veralbern. Sag mal, SpongeBob, glaubst du, dass das funktioniert? Nein, wir versuchen wohl besser was anderes. Glaub mir, das hat einfach keinen Zweck. Ich bin viel zu brillant, um nett zu sein. Ich werde Karen nie zurückbekommen. Oh doch, das wirst du. Wir können zwar nichts an deinem schrecklichen Inneren ändern, aber möglicherweise lässt sich was an deinem schrecklichen Äußeren machen. Zeit fürs Umstyling! Na toll. Weißt du was? Vergiss es einfach. Karen ist die perfekte Frau. So klug und so duldsam. Ach, sie will mich sicher nicht mehr. Doch, das will sie. Du musst sie einfach mal überraschen. Sei verletzlich, sei zart. Zeig Karen dein Herz. Das ist eine hervorragende Idee. Ich denke mir eine Intrige aus, um ihre Eifersucht zu wecken und breche damit ihren Willen.
Ich habe was ganz anderes gesagt. Hast du nicht. Und ich weiß genau, wie ich vorgehe. Ich fühle mich jetzt schon unwohl. Plankton, bist du dir wirklich sicher? Natürlich bin ich das. Und du sprichst jetzt mit Roboterstimme. Denk dran, du bist nicht mehr SpongeBob, sondern Sabrina Seefieschen. Oh, das gefällt mir. Boop, beep, boop, beep, boop. Willkommen im Abfalleimer. Ach so, du bist das. Was willst du? Tja, hallo. Ich hätte gerne deinen besten und romantischsten Tisch für meine Wenigkeit und mein wunderschönes Date Sabrina Seefieschen, die Roboterin. Beep, boop. Sabrina Seefieschen, ja? Oh, was für ein wunderhübscher Name. Dankeschön. Aua, ich meine, dankeschön. Wuppidupi, wuppidupi, pop. Gleich serviere ich unser Menü für Verliebte. Ich sag dir, das läuft wie geschmiert, SpongeBob. Karen ist total eifersüchtig. Bitte sehr, ich hab dir ein ganz spezielles Eimerchen Abfall gezaubert. Und für dein reizendes Roboter-Date gibt's handverlesene Schrauben und Muttern in Motorenöl-Mahlzeit. Ich will das aber nicht essen. Versau mir das bloß nicht, SpongeBob. Also sei nicht so und iss das! Ach, meine süße Sabrina Seefieschen, du bist wirklich die allerschönste Frau, auf die mein Blick je gefallen ist. Ach, Planktonlein, du sagst so süße Sachen. Oh Mann, ey. Ich hab gar nicht gewusst, was Liebe ist, bis ich dich getroffen hab. Du machst mich zum glücklichsten Robotermädchen der Welt. Hey, du, nimm deine Finger weg von meinem Mann. Halt du dich besser zurück, Lady. Niemand kann Plankton so glücklich machen wie ich. Wir sind Seelenverwandte. Lass uns heiraten und 1007 Babys ausdrucken. 1007 was? Schön, ihr liebt euch wohl wirklich. Ich stelle mich euch nicht in den Weg. Plankton ist dein. Ja! Nein! Die Idee hinter der ganzen Sache war, Karen zurückzubekommen. Und jetzt ruinierst du alles! Tut mir leid, Plankton, aber du warst so nett zu mir. Moment mal, du warst also nicht nur ein Vollidiot? Und du hast dir den ganzen Quatsch nur ausgedacht, um mich zurückzugewinnen? Na klar habe ich das. Du weißt doch, ich tue alles für dich, Baby. Sogar mit diesem Schwachschwamm abhängen. Ach, das ist so süß. Komm her zu mir, du. Schon wieder der unvorteilhafte Bildschirmschoner. Ich glaube, ich gehe jetzt. Ich werde dich raus, Großmann. Für immer. Oh, sieh an, sind Sie der erstrangige Caterer, den ich für einen außergewöhnlich hohen Geldbetrag engagiert habe? Ja. Nein. Nein. Ja. Ich habe keine Zeit für derartige Albernheiten. Hier steht meine Villa, voll absolut erstrangiger Gäste, die auf entsprechende Verpflegung warten. Wollen Sie dabei sein oder sagen Sie mir ab? Das tun wir auf keinen Fall, gnädige Frau. Wir sind Ihre erstrangigen Caterer. Na schön, aber wo sind denn Ihre Smokings? Die Smokings? Moment, wir werfen uns in Schale, sind gleich wieder da. So, und wer besorgt uns jetzt auf die schnelle Smokings? Du! Hey, was? So, steht zu Diensten, Frau Geldesel. Ich meine gnädige Frau. Sehr schön. Hier ist Ihre Bezahlung. Sie können diesen Scheck nicht annehmen. Wir sind keine erstrangigen Caterer. Wir sind all das, was wir sein müssen, damit ich dieses Geld kassieren kann. Es sei denn, du willst lieber zurück auf den Kindergeburtstag. Nein! Dachte ich mir schon. Dann fangt an, alles vorzubereiten. Hier glitzert's und glänzt's ja überall. Ich habe ja ein Gold. Ja, sogar die Leute. Es ist unmöglich, dass diese Leute unser Junkfood als erstrangig ansehen. Kann sein, dass du recht hast. SpongeBob, such was, womit wir das Essen aufhübschen können. Aufhübschen? Ich hab verstanden. Sehr gut. Also, dann werde ich mir mal einen Überblick verschaffen, was hier so vor sich geht. Ich will mein Geburtstagskuchen! Garnele! Hey, Kleiner, nun mach mal halblang und bleib ganz ruhig, ja? Ich hab deinen Kuchen doch. Ehrlich? Natürlich. Der Kuchen ist nämlich gleich da drüben. Wo denn? Ich sehe überhaupt keinen.
So, den sehen wir so schnell nicht wieder. Ich will meinen Geburtstagskuchen! Puh! Was sagen Sie denn dazu, Mr. Krabs? Ich nenne es Krabbenpartee. Stilvoll, hä? Serviere sie, solange sie heiß ist. SpongeBob, waren das Juwelen auf den Krabuletten? Ja, ich sollte das Essen doch aufhübschen. Und da habe ich diesen Glitzerkram hier genommen. Hab eine ganze Schachtel. Was zum... SpongeBob, du kannst den Leuten nicht einfach ihre wertvollen Juwelen wegnehmen. Tut mir leid, Mr. Krabs. Ich habe nur getan, was sie von mir wollten. Oh, mach dir keinen Schwammkopf. Sag mir einfach, wo du das hier gefunden hast. Oh, im Obergeschoss. Ich bin nach rechts, dann nach links, doppelt und dreifach links, runter, rauf und noch 18 Mal rechts. Dann 4 Purzelbäume, eine Seitwärtsrolle, zweimal zurück, hüpfen, sich drehen bis zur Übelkeit. Und sie sind da. Okay. Essen für Schnösel. Holen Sie sich Ihr Schnöselessen hier. Delikat. Ehrlich, delikat finde ich lecker. Ich bin dran. Feines Hopper. Ich nehme ein Scheibchen davon. Meins. Wer möchte was zu essen? Ich bin eine hirnlose Drohne mit Buletten im Dienst eines Sklaventreibers. Hier, Prinzessin. Also, dann wollen wir mal. Hey, wo geht ihr hin? Ach so, nach unten. Ganz was Neues, ein Marschquintett. Hey, wartet mal. Jetzt wartet doch. Halt. Wartet. Hey. Hey. Na schön. Wie war das jetzt nochmal? 18 Mal rechts und dann 4 oder 5 Mal links. Oh. Ich will meinen Geburtstagskuchen. Ah, oh, du Nervensäge. Verschwinde endlich. Wenn du mir meinen Geburtstagskuchen nicht gibst, zünde ich all die Feuerwerksraketen an. Gib das sofort her. Ein Junge wie du darf nicht mit Feuerwerkskörpern herumspielen. Das ist nämlich viel zu gefährlich. Echt? Bis jetzt hat sich nie einer die Mühe gemacht, mir das zu erklären. Du bist zu mir wie ein richtiger Vater. Darf ich dich vielleicht umarmen? Mr. Krabs? Was? Auweia, wie schnell hier rein. Warum, Vater? Und, was läuft so, Jungs? Thaddäus versucht sich am Sushi-Macher. Wie kommt er auf die Idee? Ach, keine Angst, Mr. Krabs. Er hat eine Lebensversicherung. Ihm kann nichts passieren. Aber so funktioniert eine Lebensversicherung nicht. Echt nicht? Ach, Quatsch. Da bekommt die begünstigte Person Geld, wenn jemand anders stirbt. Übrigens, wer kriegt das Geld? Müsste ich nachsehen. Nichts eingetragen. Hurra! Eugene H. Krabs. Los, Thaddäus! Ja! Yeah! Gib Gas oder beiß ins Gras! Möglichst das Letztere. Beiß ins Gras? Thaddäus, nicht doch! Du bist nicht unverwundbar. Eine Lebensversicherung ist was anderes. Du hattest recht. Es war nur absurdes Glück. Und jetzt schrei ich auf. Was haben die Doofmänner denn jetzt schon wieder zu heulen? Ich kann euch nicht hören. Seid einfach still und seht mir zu. Komm wieder runter. Mach das nicht. Hört ihr mal auf zu schütteln? Ja! Nein, 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 laufen! Weißt du, was ich gerade gelesen habe? Eine Lebensversicherung schützt den Versicherten nicht vor Verletzungen. Tja, was sagt man dazu? Was man dazu sagt?
Sag mal, wie hast du denn den Sushi-Macher überlebt? Vermutlich wohl damit. Was ist bitte? Jedes Spiel ist gespielt und jedes Buch gelesen. Ja, genau. Wie wär's mit einem neuen Style für dich? Weißt du, ich darf zwar nicht in die große Krabbe, aber große Krabbe spielen schon. Oh ja, das hier wird das Kassenboot. Und du bist dann, Thaddäus. Wie war das, Kollege? 30 Krabbenburger? Kommen sofort. Da la la. La 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 la. So, meine Lieben, Bestellung ist fertig. Ich scheine mich wohl an hohe Stückzahlen gewöhnt zu haben. Wir hätten gern noch welche von diesen leckeren Burgern. Ich habe mir noch zwei Mäuler gemalt, jetzt kann ich drei auf einmal essen. Oh, na schön, dann macht's euch bequem. Frische Burger sind unterwegs. Wir sind zurückgegangen. Was? Ja, aber wieso denn? Die Kundschaft hätte sie gerne so gut, wie sie früher immer waren. Was heißt denn wie früher? Es ist immer noch dieselbe Formel. Hey! Ich sehe das Problem. SpongeBob steht nicht in der Küche. Halt nicht doch, bitte bleiben Sie hier. Heute gibt's eine 2-für-1-Aktion. Also wenn Sie 2 bestellen, dann können Sie noch mal 1 bestellen. Warten Sie einen Moment. Ich glaube, ich höre das SpongeBobs grässliches Gelächter aus der Küche. Und jetzt zeige ich dir, dass sich die Kundschaft immer irrt. Oh Mann. Los, los, mach auf mich aufmerksam. Hey, aufgepasst! Sehen Sie nur, wer wieder in der Küche steht. Ich bin bereit, ich bin bereit. Das ist SpongeBob? Alter, der ist ja völlig außer Form. Ist doch egal. Ich nehme einen Krabbenburger. Oh ja, ich auch. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Ich Und, schmeckt es Ihnen? Sind die Krabbenburger lecker? Ja, ist echt ganz köstlich. Sehen Sie, ich habe nämlich Ihr Essen gemacht. Was Ihnen so schmeckt, sind meine Burger. Das ist für doch irgendwas ist faul hier. Ja, ihr bleibt schön hier. What? Jeder von euch, der gehen will, muss zuerst mich überwinden. Autsch, hey, Jane, und passt doch auf! Na dann, schönen Abend, Boss. Wir sehen uns morgen. Was? Hilfe, hey! Das Aquaphone, das Telekommunikationsgerät in der Heldenhöhle. Es verbindet das Rathaus mit dem Unterwasserhelden der Verbrechensbekämpfung. Mehr Jungfrau Mann! Hallo? Nicht so ungut, es ist nur der Idiot hier. Bei der Macht des Neptun, mehr Jungfrau Mann und Blaubarschbube vereint! Zum unsichtbaren Bootmobil! Yay! Das muss das Geheimversteck eines Superschurken sein. Du hast recht. Ja.
Das war die Fußspur des Verbrechens. Wortspiel! Illegale Abfallentsorgung. Was? Ich dachte, ich hätte mein Haus Schwamm und Seestern gesichert. Hey, spielst du mehr Jungfrau Mann und Blaubarschbube mit uns? Nein! Und jetzt fallt bitte runter und verletzt euch ernsthaft. Dieses Nein habe ich doch schon einmal gehört. Heiliger Dingsbums Meerjungfraumann, du meinst doch nicht etwa... Ja, mein junger rosaner Gehilfe, es ist kein anderer als... Dr. Negativ! Ich hasse SpongeBob und ich hasse Patrick. Das vertraute Lied des sich verleugnenden Verbrechers. Mich ekelt vor SpongeBob und den dummen Patrick. Er züchtet offensichtlich eine Armee mutierter Grünpflanzen. Und dieses Lied, das er trällert, erweckt sie zum Leben! Karottenkeile! Kartoffelklatsche! Salatschnitzelung! Auch wenn die Feinde fürchterlich waren, sollen ihre Nährwerte nicht verloren gehen, Dr. Negativ. Wir behalten dich im Auge! Das reicht! Jetzt bezieht ihr eine Kraftprügel! Hey, Thaddeus, hörst du das? Du musst doch jetzt zur Arbeit, beeil dich! Ja, du musst irgendwas tun, oder? Ach, was weiß ich. Mehr Jungfrau Mann ist super! Blaubarschbube, auch er! Blaubarschbube, stopp schucken! Mehr Jungfrau Mann, noch mehr! Schurken haben heute kein Glück. Unsere Helden halten sie zurück. Kein Tyrann im Gespann. Alles kann mehr Jungfrau Mann. Hört endlich mit dieser dämlichen Fernsehserie auf. Oh, das klang aber sehr negativ. Dr. Negativ. Was ist das? Ja, er hat sich negativ geäußert. Mehr Jungfrau Mann. Der Verband des verletzten Verbrechensopfers hat sich gelöst. Der arme Mann braucht Hilfe. Von der allerersten Sorte. Sieht doch schon ganz gut aus. Und hopp. So. Oh. Nein, wir haben das Peroxid vergessen. Das hält sie unter Wasser, bis der Chirurg ihren Torso amputiert. Die Gerechtigkeit hat gesiegt! Hey, ihr super dumm Dorsche, ihr seid dran mit Müll rausbringen. Na schön, Dr. Negativ. Spielen wir mit und bringen es hinter uns. Hey-ja! Abfall aufertaken! Hui-ja! Restmüll, Reinhauer! Gammelgewitter! Es ist wunderschön. SpongeBob macht sicher nichts aus, wenn ich mal kurz probiere. Dieser Coupon ist nicht mehr gültig, ist vor 2 Jahren abgelaufen. Leider gibt's dafür nichts mehr. Was? Kein Eis für SpongeBob? Ich verlange, dass mein Coupon eingelöst wird! Kindlicher Wutanfall im Mittelgang! Los, na komm schon! Nimm mein Coupon! Hör mal her. Ich weiß, bei wem du diesen Coupon einlösen kannst. Beim Besitzer dieses Geschäfts. Das ist der Speiseeiskönig persönlich. Der Speiseeiskönig? Oh ja, er wohnt da oben in dieser Villa. Wow. Hättest du gern einen Schubs? Ja, wären Sie wohl so nett. Hallo? Sind Sie der Kammerjäger? Nein, ich bin nicht der Koma-Träger. Ich möchte mein Coupon für ein Eis umsonst einlösen.
Es ist für meinen besten Freund, aber er ist abgelaufen. Die sind alle abgelaufen, weil ich nicht weiß, welches Jahr es ist. Also ich weiß nicht mal, was irgendwas ist. Bist du klug oder dumm? Äpfel? Du Genie! Zeig mir deinen Kopf. Ich spür da gar kein Gehirn drin. Ach, das ist heute hier unten. Meins auch. High five! Kumpel abklatschen. Perfekt! Du weißt also auch nicht, wie Kumpel abklatschen geht. Hey, ich weiß gar nicht, wie du heißt. Hey, du hast recht! Der könnte sogar noch gültig sein, laut dem Kleingedruckten hier. Oh, das ist blöd. Ich habe meine Leseaugen nicht dabei. Versuch meine Augengläser. Oh, na sowas. Da steht Stimme die Stumpf. Stimmt, aber rückwärts gelesen heißt es Funz Iglemütz des Königs Wettstreit. Der Haarwuchswettbewerb. Aha. Wow. Das ist nicht so doll. Guck dir das an. Und kannst du das toppen? Oh Mann. Ich hab klar gewonnen. Moment, nicht so schnell, ja? Heia! Kann ich denn jetzt meinen Coupon einlösen? So einfach geht's nicht. Erst zwei Siege gewinnen. Dein Karamell-Creme-Style ist nicht schlecht, Halbfett. Aber er sieht kein Wasser gegen meine Pistazien. Du wirst dir wünschen, deine Waffel wäre ein Becher, wenn ich dich zur Sahne schlag. Man sagt von dir, deine Kugeln wären Kracher, aber deine Waffeln sind weich. Meister bist du nur in der konstanten Niederlage. Löse meinen Coupon ein. Nimm das, Regenbogenstreusel. Kämpfen kannst du gekonnt und mutig. Ich erkläre deinen Coupon für gültig. Eine Kugel Schokoeis umsonst. Worauf wartest du noch? Drück auf die Tube. Sie sind sicher mein neuer Fahrlehrer, oder? Ja, genau. Ich bin Ihr Fahrschüler. Ich gebe doch gar kein schlechtes Bild ab, oder? Ja, genau. Ich bin dein neuer Fahrlehrer. Wunderbar. Sehen Sie nur, wie toll ich Sender finde. Sondermeldung. Der berüchtigte Verbrecher Langflosse Wittling ist soeben aus dem Gefängnis entflohen. Dafür gibt's ein sehr gut im Sender finden. Und jetzt fahr uns mal so schnell, wie du kannst. Halt! Warte, SpongeBob! Komm zurück! Ich fasse es nicht, dass ich das gesagt habe. Hey, Langflosse, wo bleibst du? So spät dran bin ich gar nicht. Folgen Sie diesem Schwamm. Sie sind nicht Langflosse. Und Sie sind kein Schokoladenkuchen, also fahren Sie los! Ja, Madame. Kim Karl zu Ihren Diensten. Hey! Kraterfresse! Du hast da was im Nacken, das muss verschwinden! Ich hab gedacht, das sieht cool aus. Wohl doch nicht. Nicht deine Haare! Die Cops da hinter uns! Du musst fahren wie ein Irrer! Oh, das kann ich sehr gut. Oh, ja! Yeah! Wow, der fährt ja wie ein völlig Verrückter. Wer hat ihm das nur beigebracht? Gutes Baby.
Also sowas. Wie lautet Ihr Urteil über meinen Fahrstil? Absolut umwerfend. Oh ja, mein Lieber, und das meine ich wörtlich. Was ist denn heute im Angebot? Oh, ich nehme das hier. Pass auf. Und das. Entschuldigen Sie, aber ich habe gerade eine Fahrstunde. Pass auf, du Wahnsinniger! Du fährst in die falsche Richtung. Los, umdrehen! So soll's sein, dann dreh ich jetzt um. Sie sind ein toller Fahrlehrer. Wie geht's weiter? Ach, weißt du, bleib einfach im Fluss. Sie haben uns abgehängt, aber keine Angst, die finden wir. Dafür wird mir wahrscheinlich die Fahrlehrererlaubnis entzogen. Sie sind Lehrer, ich auch. Für ganz verschiedene Fächer. Safe knacken, einbrechen, Fluchtfahrzeug fahren. Mir ist schon aufgefallen, was für ein ausgezeichneter Fahrer Sie sind. Aber Sie sind als Beifahrerin auch nicht schlecht. Huch, Neptunchen. Hier, der nächste Test. Los, Mina. Unaufmerksame Fahrer sind gefährlich. Ich möchte, dass du die Aufmerksamkeit des Verkäufers da drin ablenkst. Ich verstehe nur nicht, wie ich dadurch besser fahren lerne. Durch abstraktes Denken. Hey, davon habe ich schon gehört. Guten Tag. Ablenkung durch Abstraktion. Bing, bang, bong, boing, ding, dang. Hey, Formen und Klänge, großartig! So, womit geht's weiter? Mit dem nächsten Elektrofachgeschäft. Oh, Sie wissen wirklich, wie man Schüler anstachelt. Hilfe! Hilfe! Man hat mich ausgeraubt! Ich habe hier mal was gekauft, da kam ich mir auch ausgeraubt vor. Ja, so, und jetzt, meine Schöne? Meinetwegen können wir ein paar unübersichtliche Kreuzungen überqueren. Verliebte haben doch immer Vorfahrt. Oh, Neptunchen. Hey, Patrick! Wach auf, Patrick! Gerettet.
Was zum? Aua! Schon gut gehen. Wow. Oh. Unglaublich. Verlorene Regenschirme, verlorene Flipflops, verlorene Schlüssel, verlorene Fernbedienungen. Super. Ein ganzer Karton voller cooler Jungs-Sonnenbrillen. Na, SpongeBob, da musst du Augen machen. Nein, keine Fotos, bitte. Haben Sie meine Schokoladenseite? Was für ein lustiges Echo. Hey! Hier gibt's Nippes, Schnickschnack. Ob's hier vielleicht auch Krimskrams gibt? Oh, Krimskrams! Verlorene Kuriositäten. Wow. Verlorene Kuriositäten. Toll. Oh, ja, Entschuldigung. Tada! Beckenschlagende Meerschimpansen. Was ist das denn? Sieht aus wie Bikini Bottom. Oh. Wow. Seid ihr, die Kleider passen nicht mehr, Leute? Nein, wir waren Kinder, die in der Kossenkrabbe vor über 60 Jahren verloren gegangen sind. Und wir sind nie abgeholt worden. Wart ihr das mit diesem Karton? Natürlich, so sagen wir Hallo. Ah, hallo. Hallo. Oh nein,
Ich bin jetzt wohl auch verloren. Keine Angst, wir haben dich ja gefunden. Du kannst jetzt bei uns leben. Wie habt ihr denn hier unten all die Jahre überlebt? Ach, die Leute lassen so viele Sachen liegen, so wie Kaugummi und Pfefferminz. Jede Menge Pfefferminz. Dein Atem ist jedenfalls unheimlich frisch. Bringt das Willkommensfest mal heran. Das Willkommensfest mal. Haut rein! Hey, kleines Püppchen, du hast doch bestimmt auch Hunger. Ja, genau. Das ist der Teddyfisch. Mein Boss hat gesagt, den soll ich holen. Danke. Was? Nichts da. Den hab ich gefunden. Und wer was findet, darf's behalten. Wer was findet, darf's behalten. Wer was findet, darf's behalten. Und wer es verliert, ist angeschmiert. Der Gelbe richtet unsere Geheimworte gegen uns. Und das ist mein Teddyfisch. Los auf ihn! Tut mir leid, aber er muss zu seinem rechtmäßigen Besitzer zurück. Rennt wie der Wind. Schwachschwamm, ich meine SpongeBob. Unglaublich, dass der alte Krabs diesen ganzen Kram aufgehoben hat. Kesus? Ach ja, ich hatte auch ein Kesu, als ich noch ein Kind war. Alle waren begeistert. Hier drin sind Klarinetten. Das sind sogar alles meine Klarinetten. Moment mal, die habe ich nicht verloren. Die lagen allesamt in meinem Spind. Was kann denn das nun wieder? Typisch. Thaddäus! SpongeBob? Es ist der Fluch der verlorenen Fundsachen. Nichts wird jemals gefunden. Alles bleibt auf immer verloren. Gut, zurück an die Arbeit. Seht diesen Schwachschwamm und hütet euch, denn Dreizackhader droht. Entschuldigung. Essen! Hey, ich hab's noch nicht ausgelesen. Vergiss den dämlichen Comic, wir haben ganz andere Probleme. Die Krabbenburger sind ausgegangen und diese entfischlichte Meute will stattdessen uns essen. Hey, welcher Kannibale war denn das? Mach eine Burger-Brat-Temp-Runde, mein Junge, sonst werden wir noch zum Tagesangebot hier. Geht los, Mr. Krabs. Oh nein, die Zutaten sind nicht vorbereitet. Ach, ich wünschte, die Sachen würden sich selber schneiden. Na dann, auf geht's! Ja, hau mich kurz und klein, Freundin! Ja. Ach, ich hab die Zutaten wohl doch schon vorbereitet. 37 Krabbenburger und zwar schnell! 37 Burger? Wie wende ich denn 37 Krabuletten? Hä? Hat mein Pfannenwender immer schon drei Spitzen? Nein! Und es ist kein Pfannenwender! Gib sie schnell, du kannst die Burger raus, SpongeBob! Ich wünschte, die Burger würden sich selbst servieren, dann könnte ich neue braten. Wow, das hatte mein Pfannenwender noch nie drauf. Ich weiß zwar nicht, wie du das machst, Minion, aber mach weiter. Die Leute zahlen jeden Preis, um Krabbenburger tanzen zu sehen. Sieh doch nur, wie putzig sie sind. Hä?
Je, uns gehen die tanzenden Burger aus. Schneller, Minion, mach schneller! Ja, gut. Tanzt! Komm schon, tanzt! Ich gebe mein Bestes, Mr. Krabs, wirklich! Mach schon los, funktioniert! Der Schwamm verärgert den Dreizack. Unbill droht. Mich eine Menge Geld. Mr. Krabs, ich wünschte, Sie würden sich nicht ausgerechnet jetzt über Geld Sorgen machen. Ja, du hast vollkommen recht, Minion. Hier, nehmen Sie, bitte, ich kann nicht aufhören. Da, bitte, was passiert nur mit mir? Ein neues Leben in einer neuen Stadt. Wir haben noch nicht gesehen, dass er was angestellt hat. Vielleicht geht er wirklich in den Ruhestand. Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Schnell, Minion, er entkommt! Ja? Ich möchte ein Zimmer, bitte. Ausgezeichnet. Wie lange will der Herr uns denn ehren? Für immer. So. Und nun beginnt offiziell mein Ruhestand. Ja. Da siehst du's, Junge. Plankton führt Übles im Schilde. Bestimmt baut er gleich sein nächstes Geheimlabor auf. Mr. Krabs, mir wird gleich schlecht. Ja. 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 Siehst du, er hat einen Gemeingürtel passend zu seinen Schuhen. Ja, mein Plan nimmt immer mehr Gestalt an. Sein Plan? Hast du das gehört? Er redet von seinem Plan. Bitte schütteln Sie mich nicht, ja? Ach, meine Hübsche, ab sofort bist du meine beste Freundin. Ja, der Ruhestand ist mein, mein, mein. So, da haben wir es, Minion. Er hat einen brandgefährlichen Atomlaser-Apparillo, der uns alle vernichtet. Ja! Also jetzt, wo ich es sehe, glaube ich es auch. Yay, das freut mich aber, Mr. Krabs. Krabs? Was hast du in meinem Zimmer zu suchen? Ich wünsche dir viel Glück im Ruhestand. Und ich werde dir auch nie mehr wieder im Weg stehen. Oh ja, das weiß ich doch, Krabs. Weil ich nämlich in diesem Moment in der großen Krabbe bin und dir die Formel klaue. Oh, na klar. Träum ruhig weiter, du Rentner. Wie soll denn das funktionieren, wenn du doch hier in Oethausen bist? Weil ich nichts anderes als ein Lockvogelroboter bin. Reingelegt! Hab ich was verpasst? Was? Ja, genau, Karen. Wenn die beiden Blödmänner endlich merken, worum es geht, stehe ich schon knietief in der Geheimformel. Ja, ich hab Gummistiefel dabei. Ich muss Schluss machen. Yeah. Ah. Jetzt gibt's auf die Nase, Eugene. Ja. Ah. Ja. Krabs? Spongeblöd?
Wieso seid ihr denn nicht in Oethausen? Wir waren nie von hier weg, Sheldon. Der Mr. Krabs und der Spongeblöd, die deinem Roboter ich nach Oethausen gefolgt sind, waren ebenfalls Roboter. Reingelegt. Was? 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 Also ich sehe das so, dass wir für Plankton und Mr. Krabs nur Bauernopfer in ihrem dämlichen Geheimformelkrieg sind. Ich stimme dir zu. Ja, ich meine, ob der Kleine nun die Geheimformel klaut oder nicht, davon fällt in China kein Kreis um. Die zwei sollten endlich mal erwachsen werden. Ich stimme dir zu. Ja, Gemälde werden oftmals deutlich wertvoller, wenn der Künstler nicht mehr unter uns weilt. Sie können sich sicher ein Bild davon machen. Oh ja, das kann ich in der Tat. Mir fällt da auch schon ein Motiv ein. Obacht, hier betritt ein Künstler den Raum. Auch Obacht, hier liefere das aus und zwar hurtig. Was? Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Ich bin Künstler und nicht Ihr Handlanger für wie auch immer geartete niedere Tätigkeiten. Oh, seien Sie nicht so nieder zu Thaddeus, Mr. Krabs. Ich liefere das aus. Nein, der Herr Thaddeus ist doch jetzt ein ernsthafter Künstler. Und ein ernsthafter Künstler kann doch einfach alles, oder? Hallo, ist da der Kunstsachverständige? Ich wollte Sie nur davon in Kenntnis setzen, dass unser guter alter Freund Thaddeus... Tja, Sie können sich sicher ein Bild davon machen. Was? Was zum Seepferdchen? Ich hab noch was für Thaddeus zum Ausliefern. Und zwar nur für Thaddeus. Ihre Augen sind so schön. Letzter! Halt! Rock Bottom! Hey! Rockbutton Nummer 237. Da ist es ja! Oh, denkt dran, Thaddeus. Ein wahrer Künstler umarmt das Unbekannte. Ist hier irgendjemand? Hier ist eine Lieferung von der großen Kappe. Weshalb schreien wir denn so? Wegen den Monstern! Das sind doch keine Monster, das sind meine Freunde. Was? Geht ab, SpongeBob. Ja, ich denke, Herr Thaddeus wurde inzwischen ausradiert. Wir werden ihn vermissen. Gut, dann kommen Sie flott vorbei und sagen dem alten Krabs, wie viel seine Bilder wert sind. Thaddeus Auslieferung! Das kitzelt! Nun komm mal mit, Herr Thaddeus. Ich hab da ein ganz spezielles Transportmittel. Genau das Richtige für einen großen Künstler wie dich. Na, das klingt doch schon besser. Endlich zollt man mir Respekt. Rein in die Rakete, los! Halt, wozu brauche ich eine Rakete? Wohin geht denn die Lieferung? Zum Mars! Ach, zum Mars, na dann. Mars! Tschüss, Thaddeus! Eine Lieferung von der großen Krabbe. All dieses Rot. Wie geschmacklos dieser Drecksklumpen bräuchte die Hand eines wahren Künstlers. Nun macht sich Thaddeus endgültig kein Bild mehr, weder von sich noch von sonst wem. Tragisch. So, was halten Sie denn nun von diesen Bildern hier? Sie sind nach wie vor furchtbar, aber wenn der sogenannte Künstler tatsächlich das Zeitliche gesegnet hat, könnten sie dennoch etwas wert sein. Wirklich? Das ist alles so verwirrend. Es sind zwar Freudentränen, aber auch Tränen der Trauer über meinen guten Freund Thaddeus. Wo immer er jetzt doch ist. Da ist er ja, Mr. Krabs. Sie bleiben hier und behalten meine Investition im Auge. Also, das war ekelerregend. Und wer möchte mit mir über meinen Farbauftrag und meinen Pinselstrich sprechen? Ich habe alles getan, was ich konnte, um dich möglichst unversehrt von hier verschwinden zu lassen. Aber nun wirst du zur Gefahr für mein Bargeld. Schnell weg, Thaddeus! Hey, wie wär's mit ein wenig Unterstützung für deinen Chef? Rennen Sie schnell hinterher, Chef! Da! Nur ein bisschen langsamer als Thaddeus.
Wo ist es? Aha! Mein Paket mit Sportartikeln. Es muss vom Transporter gefallen sein. Aber wo sind all die Sportgeräte? Was ist das denn? Hä? SpongeBob, was soll der Quatsch? Oh, hey, Sandy, Patrick und ich betreiben gerade eine Sportart. Also diese Sportart habe ich noch nie gesehen. Ich glaube, man nennt das Kickboxen oder irgendwie so. Wie auch immer es heißt, es verursacht euch doch eine Menge Schmerzen. Das ist wahr. Warum spielt ihr es dann, wenn es so doll wehtut? Wir dürfen erst aufhören, wenn es nicht mehr unentschieden steht. Wer sagt das? Guck, da kommt der Regelmacher. Und jetzt haben wir Sound. Ich habe noch nie was von einem Regelmacher gehört. Mir ist auch König des Sports lieber. Aber man weiß ja nie, was bei den kleinen Leuten so hängen bleibt. Du hast dir ein Spiel ausgedacht, bei dem sich SpongeBob und Patrick wehtun und du lässt sie nicht damit aufhören? Na, ich gebe den Leuten lediglich, was sie wollen. Ich finde das ganz schön schäbig, selbst für dich, Thaddäus. Ich setze der Sache jetzt ein Ende. Die beiden haben bei Snaptoon genug. Da ihnen geht's gut. Lass die Spiele weitergehen. Moment, ganz sicher nicht so. Ihr wollt einen Wettkampf sehen? Na schön. Thaddäus, ich fordere dich heraus. Und zwar zu einem Basketballspiel. Der Sieger entscheidet über das Schicksal von SpongeBob und Patrick. Ich? Sport? Ein Ballspiel? Auf keinen Fall. Ich habe lediglich beratende Funktion hier. Was? Hör mal! Wir sind hier wegen der Action! Du gegen das Hörnchen! Du gegen das Hörnchen! Du gegen das Hörnchen! Wir sehen uns auf dem Platz, Eure Hoheit. Hey, Thaddäus, eine Sache noch. Wir spielen nach San Antonio-Regeln. San Antonio-Regeln? Pass auf! Ja, aber hör mal. Das kannst du deiner Mami erzählen. Mami? Ich will das nicht hören. So, und jetzt Fußball. Halt, nein, was? Na klar, wer trifft, wählt die nächste Sportart aus. Ich dachte, du kennst alle Sportregeln. Naja, das stimmt schon, das tue ich, ja. Gut, dann halt den. Halten? Ja. Ach, hör doch auf, ich hatte mich noch gar nicht vorbereitet. Keine Auszeit, weiter geht's mit Football. Gib mir ein Sekündchen zum... Sandy, das war super. Ja, ich fand's am tollsten, als du das mit dem Ball gemacht hast und so. Danke, Jungs. Ich glaube, das war's für uns. Damit meine ich auch euch. Ich beende euer Spiel. Das steht aber noch unentschieden. Macht nichts. Ich erkläre euch einfach beide zu Siegern. Ja, wir sind Sieger. Och, und weißt du was, Thaddäus? Du hast auch gewonnen. Ich hasse Gewinnen. Oh.